Du. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben ein sehr, sehr großes Gap heute Morgen und wir sehen zum ersten Mal gestern eine kleine Box unter 30. Wir starten um 9 Uhr heute wieder, also 9:01 Uhr, damit wir die Eröffnungsphase hier dann mitnehmen. Wir hätten hier eine 14-2er zur Auswahl. Wie gesagt, wir haben dieses Gap, ja, was Zielmarke erstmal sein sollte, aber es ist sehr bullisches Zeichen hier, Gap up. Gucken wir mal, wie nachhaltig das letztendlich ist. Ja, gestern, wir bleiben bei den Blue Boxen. Wir sehen, ansonsten waren es alles große Boxen, die da waren und wir blicken einmal auf die Vola-Box. Die Vola-Box heute sehen wir, kommt rein bei 14,25. Das ist weit unten. Ja, also das, ich denke mir, wird schwierig, das zu erreichen. Aber gut, wer weiß das schon. Und jetzt gehen wir in unseren Dailies rein, fangen ganz unten an und nehmen heute wieder Bitcoin als erstes. Den haben wir hier schon. Okay, Tageschart Short, 4 Tageschart Short, 4 Stunden Chart Stunde Long, 30 Stock, 15 Short und 5 auch. Da geht es also weiter noch. Der Markt hat sich hier noch nicht richtig erholt. So, nächste Markt wie immer morgens ist der S&P, der Dow Jones. Da haben wir ihn. So, Dow Jones auf Daily Short, 4 Stunden Long. Stunde lang 30, 15 und 5. Also hier hat sich der Markt gedreht. Auf den großen Zeitebenen wie Wochenbasis sind wir short und daily sind wir noch short, aber alle anderen Zeitebenen drehen. S&P 500, daily short, 4 Stunde lang, Stunde lang 30 lang, 15 und 5. Und Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long Öl. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Und der letzte Markt ist DAX, Daily Short. 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. So, jetzt blicken wir einmal heute auf den Kalender, auf den Wirtschaftskalender. Was gibt es heute für Bereiche? Wir gehen mal runter auf unsere Startseite und da haben wir auf der linken Seite Wirtschaftskalender, Wirtschaftstermine. Da einmal draufdrücken. Und dann sehen wir 11:30 Uhr, Schuldverschreibung ist gelb, ist für uns so nicht relevant. Einzelhandelsumsatz heute 13:30 Uhr, Konjunkturbarometer, Rohöl. Und dann sehen wir hier, warum ich das heute mache, denn die FED-Zinsentscheidung. Der Forecast ist 0,25. Man hatte eigentlich vor der Ukraine-Auseinandersetzung gerechnet mit einem halben Prozent. Jetzt rechnet man mit 0,25. Das heißt, es wäre eine Überraschung, wenn es mehr ist. Ja, dann kommt die Pressekonferenz. Das ist wichtig. Ja, denn hier bei der Pressekonferenz achtet man drauf, wie die nächsten Schritte sind, wie dann letztendlich die FED auch die weiteren ja, Anhebungsbereiche sieht. Also das heute Abend 19, 19:30 Uhr. Ja, wir haben heute Abend ja Coaching um 19 bis 19 Uhr, sind also live noch dabei. Das so die Termine für den heutigen Tag. Und somit wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen. Wir sind jetzt schon bei der Big Number 15.2, aber wir starten ab 9 Uhr, wie gemacht, mit 20er Boxen. 4, 3, 2, 1 und los geht's.
9 Uhr. Die erste Minute lassen wir rumgehen. So, oben einmal und wir nehmen eine Etage tiefer, falls es jetzt hier alles schnell geht. Die nächste Vola-Box ist ziemlich weit entfernt. Rechts eine Big Number 14.3, links eine Big Number 14.2.10. MTX. So, der erste Trade wird ein Big Number Trade bei 14.2.0.10 sein. Sind jetzt mit der 20er Box wenig unterwegs. So, Order ist scharf geschalten und wir sind long im ersten Trade. Und raus. Das war der Eröffnungstrade auch für unser Videotagebuch. Ich verabschiede mich somit von allen YouTubern und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter und wir sehen uns und hören uns morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch...